Guten Tag. Hier ein wunderbares Beispiel für ein niegelnagelneuen Pickup Truck vom US-Markt für unseren Schweizer Kunden. Sie sehen hier, und ich wechsle zur Sonnenseite, einen 2015er Ford F-150 XLT, das ist die Ausstattungsreihe, Super Crew, das ist die wahre Doppelkabine, in Oxford Weiß mit schwarzer Stoffinnenausstattung. Das Fahrzeug kommt auf Sonderausstattung 20 Zoll Felgen, hat das FX4 Offroad Paket mit unter anderem Unterbodenschutz. Hat das XLT 302 Paket. Der 2015er F-150 wurde komplett neu entwickelt. Ist Truck of the Year. Hat die besten Verbrauchswerte, da Ford die Kabine nun in Alubauweise herstellt und bis zu 700 Pfund ausstattungsabhängig gespart hat im Vergleich zum Vorgänger. Motorisiert ist dieses Fahrzeug mit dem beliebten 3,5 Liter 6-Zylinder EcoBoost. Es gibt nun auch ein 2,7 Liter EcoBoost mit noch geringeren Verbrauchswerten und immer noch den Standard 5,0 Liter V8. Weggefallen ist der 6,2 Liter, bekannt aus dem Raptor. In der Rückansicht, der Blick auf den Marker Ihres Vertrauens. Das Fahrzeug hat das AHK oder Tow Package, Vorbereitung für die Anhängerkupplung, komplett verkabelt. Kurzer Blick auf die Ladefläche. Das ist der optionale Spray-in-Bedliner. Schön sind auch hier die neuen Hakensysteme von Ford für die Box. Von hinten ein Blick auf das Fenster, das elektrisch ist. Hier kurzer Blick innen. Auspuff. Das Fahrzeug hat Running Boards. Hier nochmal ein kurzer Blick auf das elektrische Heckfenster. Der F-150 fällt auch dadurch auf, dass er extrem geräumig ist, wie man hier sehen kann. Hinten weitere Anschlüsse für Strom. Mehrere Airbags. Bevor wir in die Fahrerkabine gehen, noch ein kurzer Blick aufs Herz des Ganzen. Das ist der beschriebene 3,5 Liter V6 EcoBoost Motor. Er hat 365 PS und ein ähnliches Drehmoment wie der V8. Hat nur nicht den Sound, dafür deutlich verbraucht, aber deutlich weniger. Interessante Front, neu angepasst, Abschlepphaken vorne, neue Beleuchtung. Gehen wir nun kurz ins Innere. Wie man hier sehen kann, elektrisch verstellbare Sitze. Und hier nun das große LCD-Display. Das Fahrzeug hat eine Rückfahrkamera, das Fahrzeug hat Remote Start, es hat Ford Mediasysteme drin, weitere Anschlüsse,
eine sehr, sehr geräumige Mittelkonsole, gibt Platz für zwei Arme, weitere zusätzliche Stromanschlüsse für externe Geräte, SD-Karten, Laser, USB-Anschluss. Das Fahrzeug hat die gewohnte Sechsgang-Automatik. Hier noch ein Blick auf die Rückfahrkamera. Sehr schön, sehr groß. Wir haben noch einen zweiten kleinen LCD-Display in der Mitte. Dabei lässt sich auch der Bordcomputer ablesen. Ein Multifunktionslenkrad, über das sich eigentlich alles steuern lässt, inklusive dem Tempomaten, dem Radio und allen anderen weiteren Funktionen. Geräumiges Handschuhfach mit Anleitung. Hier noch ein Blick in die Ablage. Sehr, sehr viel Platz hat dieser Pickup. Ein Klassiker, der meistverkaufte mit Sicherheit in diesem Jahr in den USA. Klassische Farbe, das Offroad-Paket, ein wunderschöner Truck, hat natürlich auch Parksensoren, Berganfahrhilfe, fand ich sehr, sehr gut ausgestattet, ein 23 Gallon Tank, das sorgt für eine ausreichende Reichweite des Fahrzeugs, den Frame Bedliner haben wir schon erwähnt, ein wunderschöner Truck. Wir, das Team von Schone Autobrokers in Fort Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde in der Schweiz, sehr, sehr viel Spaß und viel Vergnügen mit diesem wunderschönen Pickup. Da wir uns nun schon bei unserem Speditionspartner hier in Fort Lauderdale befinden, bewegen wir den Wagen nun zur Verladerampe, dort wird er verpackt im Container. Der Container geht zum Hafen Miami, von dort auf den Frachter. Der Frachter verbringt den Container nach Bremerhaven. Vom Bremerhaven geht es dann weiter mit T1-Papieren in die Schweiz direkt zu unserem Umrisspartner. Vielen Dank und auf Wiedersehen.